Die Schärpe 21.55 Uhr. Unglaublich schönes Hochhaus. Leider haben wir jetzt Merk nicht mehr bei uns. Das heißt wahrscheinlich, ja, wir sind davon selber gestört. Wir wissen nicht, wo lang, wie wir zum Ziel kommen, was das Ziel ist. Ich habe bloß gesehen, dort oben müssen wir lang. Aber es ist die Frage, wie wir dorthin kommen. Vielleicht? Nee. Hier auch nicht. Aber vielleicht so. Das sieht doch vielversprechend aus. Maintenance Access. Okay, die Tür ist unter Strom, Gas, under pressure. Oh, oh shit, oh shit. I see. Okay, die Tür ist offen, gut. So geht's auch, wenn man keinen Schlüssel hat. Oh shit, Junge! Holy moly! Einmal quer durch. Maschinengewehr besser als gar nichts. Wir müssen wie lang? War das nicht eine Tür? Das war doch eine Tür. No Muni! Da bloß niemand von hinten kommen. Waren das alle? Sieht so aus. Alright. Und warte. Vielleicht können wir die Waffe ja mitnehmen. In der Hoffnung, dass sie uns was bringt. Wahrscheinlich zwar nicht, aber... Mal schauen. Die Sicherheitsfirma Pirandello Kruger wurde autorisiert, bis zur erneuten Verhaftung von Kate Connors weitere Einheiten hinzuzuziehen. Es gibt Gerüchte, dass die vermisste Verdächtige aus dem Notfall des Hauses Connors zur Flucht verholfen hat. Ernsthaft. Gute Arbeit. Durchsuchen. Erschießen What? Sie mich auch? Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind von PK, Pirandello Kruger, privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich herausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Ropeburn? Ja, Sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Korb als Popes Mörder. Was ist da mit dem... Sprechen? Sprechen los?
Okay, I see. Ach, komm schon. Einfach laufen wahrscheinlich. Gar nicht erst irgendwie sich um die Leute hier kümmern. Oder wahrscheinlich zwar doch. Alter. Lass mich doch in Ruhe, bitte. Gib mir die Scheißwaffe her. Nee! Junge, Junge, Junge. Nee, ja, okay. Egal. Really? No munition. Nee, wait. Gib mir die Waffe wieder. Ey, dass ich mit einer Waffe nicht springen kann, ist auch so ein Unding. Glaubt man ja nicht. Ab geht's nach oben. Woher kommst du denn? Wie viel halten die bitte aus? Das kann ja echt nicht sein. Was ist das? Möglicherweise. Sieht so aus, der Lift ist hier. Ja, moin. Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe sie auf dem Monitor. Sie müssen aus dem Aufzug raus. Sie kommen. Ja, ich bin schon draußen. Kommen Sie denn auch wirklich? Keine Spur von ihr.
Suchen Sie weiter, aufwärmen! Okay, ich muss runter, aber ich bin ja gerade hochgefahren. Schafft man das? Das schafft man, okay. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt einfach darüber. Ich habe sie gehört. Sie sind im Aufzug. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüftungssystem geben. Es führt sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssten sie einen Weg zurück nach innen finden können. So können sie die Kerle abschütteln. Wieso springt die wieder so weit? Ich möchte gar nicht so weit springen. Weißt du, hier ist gut, dass ihr weit springt, aber dort drüben? Nee. Vielleicht ohne Anlauf? Okay. Holy moly. Kommt einfach ein Lift durchgebraust. Das ist richtig. Wahrscheinlich schon, ne? I don't know. Was will ich hier machen? Was ist das hier für ein Schacht? Weiter durch die Lüftungsschächte hier. Das sieht falsch aus. Das sieht richtig aus. Okay, wahrscheinlich. No, no! Das Spiel lässt mich manchmal echt zweifeln an dir. Ich schätze mal hier hoch. Das ist der richtige Weg. Wahrscheinlich schon. Da lang. Oder auch nicht. Ah, hier geht's noch hoch, okay. Habe ich nicht gesehen. Diese kleinen Sprünge hier, das ist doch gar nichts und die tut sich schon weh. Wahrscheinlich sollte ich eher nichts sagen. Ein Scharfschützenteam überwacht dieses Gebiet. Sie können auf der anderen Seite wieder rein. Seien Sie vorsichtig, Faith. Scharfschützenteam, ich sehe nichts. Okay, jetzt sehe ich was. Hehe. Ja, in der Luft treffen die mich. Ach, komm schon. Jeder Schuss ein Treffer, oder was? Oh mein Gott. Alter. Oh.
Okay, okay, ich hab eine Waffe. Verstärkung von wo? Von hinten oder vorne? Von hinten. Scharfschützen. Du willst mir nicht sagen, dass die Pflanze ihn beschützt. Ja, nice. Willst du mir echt nicht sagen, dass die Pflanze ihn beschützt hat? Ich brauche das Scharfschützengewehr. Hier oben glaube ich irgendwo ist. Oder nicht? Wo ist es? I don't know. Muss das nicht hier sein irgendwo? Hier. Zumindest mit den Scharfschützen. Glaube ich, ich muss da hoch. Ist da jetzt noch einer oder nicht? Doch, irgendwo ist noch jemand. Und jetzt waren das, glaube ich, alle. Geronimo! Alter Schwede! Würde ich ja niemals machen. Solche Sprünge. Vor ihm gibt es einen Aufzug. Ich habe ihn entriegelt. Fahren Sie mit ihm zum Serverraum. Von da müssten Sie in die oberen Stockwerke und zu Kate kommen. Ich bin dran, ich versuch's. Steht sicher jemand gleich vor der Tür. Verdammt! Die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faith. Verdammt! Es klingt, als hätten Sie Kate aufs Dach gebracht. Ein Helikopter ist im Anflug. Sie müssen sich beeilen. Was zum... Natürlich. Oh Miller. Mann. Einfach durchlaufen. Fuck. Ich weiß nicht, was hier die beste Taktik ist. Das sind nämlich, glaube ich, ziemlich viele Leute.
Einmal rundherum. Wir müssen jemanden einzeln erwischen. Das sind zwei Leute, das ist nicht gut. Hier vorne ist niemand mehr. Da oben ist ja in einem MG. Wie soll ich das angehen, bitte? Ich habe keine Waffe, ich habe nichts. Der MG-Typ ist ein bisschen ein Problem. Shit. No, no, no. Ich brauche die Scheißwaffe, die dort liegt. Ich muss ihn hier rüberlocken, den anderen Typen. Oder auch nicht, dann halt so. Nächste Waffe. Gezielte Schüsse sind am besten. Willst du mir nicht sagen, dass ich den wieder nicht treffe? Kann es doch echt nicht sein. War es das schon mit allen? Ist irgendwo noch jemand? Unten niemand. Zerstört die Server im Serverraum. Welche sind denn noch an? Ach ne, die Türen sind schon offen, okay. Gut, dann geht's weiter. Your city, your mayor. Ach nee. So kann man eigentlich die Waffe nicht rüberschmeißen. Wird doch so einfach. Das geht. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Shit. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Oh, danke für den Tipp. Fest, Kate. Oh, fuck. Puh,
Alter. Das ging fast in die Hose. Das das Ende. Für ein Spiel, das so alt ist, sieht es trotzdem ziemlich gut aus. Mirror's Edge. Das war's mit Mirror's Edge. Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind die des Mordes angeklagte ehemalige CPF-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPF bei der Überwachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt.
das war's nun also mit Mirror's Edge. Hat eigentlich eine Menge Spaß gemacht, war aber auch sehr nervenaufreibend und hat mich manchmal fast zum Ragen gebracht. Irgendwie so das erste Spiel, das mich wirklich manchmal sehr angepisst hat, das wirklich sehr unbalanced ist. Aber trotzdem war es eigentlich ziemlich gut. Die Grafik fand ich interessant und ansprechend. Auch die Sequenzen, also die Zwischenszenen, die so Anime-Style waren, fand ich mal etwas anderes als sonst immer in anderen Cutscenes bei Spielen. Ich kann es echt empfehlen, Jump'n'Run, manchmal ein bisschen hakelig und nicht wirklich so gut mit der Steuerung zu meistern, aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns sicherlich im zweiten Teil wieder. Aber erstmal muss ich mich hiervon erholen. Somit, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei diesem Let's Play. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin. Tschüss.